Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Imperator Rome als Touristin. Wir werden der netten Stadt Iuvavum in Noricum, den Krieg erklären. I hate you. Okay, vielleicht können wir das jetzt hier kurz machen. Moment. Ganz runter, das ist ja instantly, gell? Muss ich da jetzt einen Monat warten? Nein, oder? Ihr seid jetzt tot, wenn er da reinläuft. Warte, ich bin mir nicht sicher. Fuck. Wir erklären gleich den Krieg. Kurzer Moment. Ah ja, genau. Du hast mich. Das ist natürlich schlecht. Stop it, please. Kann ich ihm Geld geben? Und dann ist es nicht so viel Korruption? Nee. Nö. Ich habe genug Geld, um vielleicht Freundschaft anzubieten? Ja, ein bisschen Freundschaft? Vielleicht mag er mich dann mehr. Okay, wir warten in einen Tick jetzt. Nur um sicher zu gehen. Okay, there you go. Definitiv tot. Und sobald sie kämpfen, gehen wir in die andere Richtung. Kauft und schenkt ihm 25 Zivilmacht. Kleine Freunde. Okay, ich muss Moderate machen. Okay, we'll do that. That's fine. That's fine. No problem. Ja, yeah. Okay. Okay, das war ein Stackwipe. Das war ein Stackwipe. Wunderbar. Genauso soll es sein. Jetzt können wir wieder ganz rauf mit der ganzen Scheiße. Und damit alles gut. Oder so ähnlich. Lobt ihn und seine Taten öffentlich. Also ich hoffe, das war jetzt die Option, die am meisten Fortschritte macht. Ich nehme mal an, die ganz oben steht, ist das. Ich soll es mir vielleicht durchlesen. Maybe. Ja, bla 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 bla. Bla 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 bla. Große Fortschritte, there you go. Ja, die Barbaren werden aber jetzt gemordet werden. Yo, Jungs, come on, bleibt doch mal stehen hier. Also wir sind jetzt Freunde. Bist du jetzt immer noch illoyal? Solltest du nicht eigentlich super loyal sein, weil wir fucking Freunde sind? Zeig mal her deine Loyalität. Minus 0,04. Was ist mit Freunde? Echt? Freunde sein gibt nicht mehr Loyalität? You shitting me? Bin ich befreundet mit jemandem, der mir gegenüber illoyal ist? Okay, können wir bitte da hingehen? Und dahin. Okay, da gibt es endlich die Schlacht. Wunderbar! Bringt nichts, dass ich mit ihm befreundet bin. Alright, alright, sure. Barbaren besiegt. Wonderful, so. Nochmal die ganze Abteilung hier runter und dann können wir endlich damit anfangen, mit dem ich eigentlich anfangen wollte. Militärische Fortschritte. Nice, nice, nice. Außerdem können wir mal wieder zur Abwechslung ein paar Handelsrouten machen. Okay, wir kommen langsam wenigstens in die Nähe von, dass wir alle Handelsrouten erledigt hätten. Du checkst ja auch mal ein paar Datteln hier. Ägypten ist mein Bro. Ja, ich meine da, 2 von 2, Helvetien 1 von 2. Finnisches Kania. Checkt immer auch Datteln? Wir checken uns einfach alle Datteln, die es gibt. Er mit den Datteln, sage ich. Der Wein ist nicht, auf den Wein kann man sich nicht verlassen, aber die Datteln. Die Datteln ist where it's at. Wenn wir ein bisschen glücklicher sind hier. Schön loyal und so. Okay, 2 von 2, ja bitte. Wie ich schon gesagt habe, es wird. We're getting there. Ein paar Sklaven vielleicht auch zufriedener sein. Sure. Okay. Sind wir hier unten angekommen mit meinen restlichen Truppen? Nein, okay. Lauf mal. Habe ich wirklich immer noch keinen Loyalitätszuwachs, weil du mein Freund bist? 0,00. Freund des Herrschers bringt gerade mal plus 0,05. Was für ein fucking Freund ist das bitte? You shitting me? 20 Loyalität. Nein, ein bisschen Korruption. Ist fein. Okay, jetzt ist er loyal. Let's go. Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr, hey.
Alright. Mein guter Freund hier, Krieg erklären. Oberum von Norikum. Let's go. Machen wir uns nichts vor, Junge. So ist es nun mal, okay? Das Leben ist hart. Soll man tun. Du darfst durch mich durchgehen, sure. Okay. Wo genau läufst du jetzt hin? Direkt neben mich hier? Ich gebe mir Geld. Wofür gibst du mir Geld? Oh ja, direkt neben mir. Come on. Stack Wipe. Oh, er hat schon wieder Moral. Okay, Stack Wipe. Wonderful. Inwer hockt sich hier rein. Rest kann sich schon wieder aufteilen. Das nehmen wir an. Und wir können derweil auch schon mal wieder runter mit dem Armeeunterhalt. Okay. Dann vielleicht dich als nächstes. Wie sieht deine diplomatische Situation aus? Du bist mit deinem... Ah, ihr beide seid miteinander verbündet. Das trifft sich super, weil dann muss ich nur auf einen Anspruch fingieren und dann machen wir das in einem Aufwischen. That's perfect. Uneinigkeit auf höchster Ebene. Teutomalius Odaxus ist das Magistrat. Der ist nicht zusammen mit Cavilius Galanus. Okay, Clanrat heftig gestritten. 10 Loyalität. 10 Loyalität, 20. Beide verlieren 20 Loyalität. Wer ist mir wichtiger? Häuptling des Clans Galani? Oberhaus der Odaxi? Warte mal. Der Typ ist ein Dude, actually. Cavilius Galani. Ja, ja, ja. Der braucht meine Loyalität. Mehr, sonst wird er gleich wieder sauer. Ist noch okay. Ich meine, wir können uns schon mal hier aufstellen für nachher. Ja, yep, by the way, du darfst gerne durch. Natürlich verkaufen wir dir, was auch immer wir dir verkaufen. Es wäre wieder nett, wenn wir das nur mit den Klangefolgen machen können. Deswegen warte ich, glaube ich, auch wirklich tatsächlich noch, bis der Krieg fertig ist. Weil wenn wir alle drei zur Verfügung haben, sollte das die ganze Sache etwas vereinfachen. Habt ihr einen Krieg am Laufen jetzt gerade? Hast du gerade einen Krieg angefangen? Nein, du läufst nur weg von mir. Smart Guy. Der Tod heilt uns alle. Okay, schön. Was warst du? Oh, Priester. Leg dir mal den Karusus da. Ich befinde mich im Krieg. Danke, Spiel. Okay. Drei Bewohner sind als Sklaven genommen worden. Ey. Frieden verhandeln, this is my shit now. Allen Geld, Pestikins. Wenn man so Feinde verlieren, keine Gnade, wir brauchen jetzt nicht noch eine Familie. Und dann sind wir ganz gut ausgerüstet. Seid ihr alle norisch? Ihr seid alle norisch, perfekt. Ihr werdet euch einfach so eingliedern in mein Land, no props. Den nehmen! Können wir wieder rauf? Ich meine, ich hätte nicht wirklich hier runtergehen müssen, aber. Macht jetzt auch nicht so viel. Alright, Krieg erklären. Jo. Oberung von Alpinistania. Oh. Whoopsie. Wir hatten einen Waffenstillstand, wie es aussieht. Oh well. Aua, das war viel Stabilität. I'm an idiot. It's fine though. So stupid. Why am I so stupid? Ah, das sind 11.000? Ja, jetzt hab's zum Fun. Können wir dich vielleicht einholen nachher? Wieso bist du langsamer als der andere? Kann mir das mal erklären? Ein bisschen Angst, dass wir hier nicht den Sieger ringen, den ich eigentlich vorhabe zu ringen. Nice job. Come on. Come on. Schlechtes Forschungsverhältnis? Kriegsmüdigkeit? Welche Kriegsmüdigkeit? Sure, wir haben natürlich immer noch, damit alle zufrieden sind und so. Was, wir haben überhaupt kein... Seht ihr kein... Wer ist Selvatum? Bist du Sebatum? Wo ist Sebatum? Du bist Sebatum. Nein, wir machen keinen Frieden. Eine Schnapsidee. Also, wir dürfen da nicht hin, wieso? Darf ich nur dahin? I don't get it. Nein, ich will keinen Frieden. Ja, wir müssen da kurz zumindest
drauf schauen, dass wir die verstärken können im Notfall, sonst kriegen wir ihn dann hier mit 30.000 von denen aufs Maul. Was nicht gut ist. Freunde über Grenzen hinaus. Hepatikus. Tanian erhält, weißt was? Gehen wir's aus. Ist ja auch wurscht. Wir machen momentan keinen Frieden. We're not in the business of peace right now. Schön. Wenn wir die ermorden, könnten wir das toll, aber sie laufen scheinbar schnell genug weg. Jetzt rennt sie darauf? You serious? Warte mal kurz. Wir müssen das hier killen gehen. Das ist, wieso wurde das jetzt wieder entsieged? Ich dachte, das hätte ich. Habe ich das nie. Ich glaube, ich habe das nie besieged, gell? Das war ein Fehler. Aber du bist so lahm, du gehst mir jetzt schon wieder auf die Eier. Gott, bist du langsam. Schön. Okay, sie rennen wenigstens nach oben. Das weiß ich zu schätzen. Lassen mich hier unten in Ruhe. Very good. Yeah. Bla, 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 bla. Das ist alles, was ich höre. Mein Gott, sind die schnell mit dem Siegen. Also, wir haben gerade irgendwas gewonnen. Hey. Können wir kurz... Nein, nicht die Gehälter. Im Festungsunterhalt ganz raufbringen. Mein Gott. So annoying. God damn it. Ja, Leute. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun, als eure Handelsangebote hier anzunehmen. Wieso kommt sie jetzt alle auf die Idee? Oh, warte mal. Mit dem haben wir noch nicht gehandelt. Motherfuckers. Ja, 20%. Ja, jetzt chill halt mal kurz, Junge. Hey, by the way, Handel. Bevor wir uns da Entscheidungen holen. Okay, Varikanien, let's go. Ein bisschen Getreide für dich. Ein paar Datteln. Gibt's noch Datteln? Ja, mit den Datteln. I love me some Datteln. Okay, jetzt haben wir nur noch eine Handelsroute, oder? Zu erfüllen. Genuntien. Datteln? Okay. Ey! Lass sie nicht wieder das nächste einnehmen, ey. Gibt's ja nicht. Okay, Schlägerei. Wonderful. Wir sind siegreich. Ja, hoffentlich. Sklaven? Wollen wir Sklaven? Wir wollen keine Stammesmitglieder her mit den Sklaven. Betreibt nicht mit den Plünderungen. So, und jetzt gehen wir alle noch brav darüber. By the way, wir kennen schon alles von euch. Okay. Wir müssen das nicht mal mehr machen. Catch alles uns, wunderbar. Vielen Dank für die Mitarbeit. Yes, wonderful. Dicker, fetter Blob. Da kommt Freunde auf. Ey, da habe ich die ganze Zeit noch Leute rumstehen gehabt. Wait, what? Malo. Kommt in meine Pferdchensammlung. Ihr hingegen werdet alle aufgelöst. Okay. Ein paar illoyale Provinzen. Das wird sich schon legen. Die kommen schon noch drauf, dass wir die Besten sind in Wahrheit. Wir sollten aber dringendst einmal ein bisschen an der Stabilität arbeiten. Das ist momentan nicht optimal. Okay, auf minus 1. Das ist besser als minus 2. Das sagt die Mathematik. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass die Mathematik da wirklich eine normative Wertung vornimmt, aber höher. Aber ich habe nicht mit der Mathematik geredet. Ich kenne sie nicht persönlich. Von dem her, who the fuck knows? 112 Gold. Okay, wir checken uns noch ein bisschen Zivilmacht hier jetzt hier, nachdem wir Geld machen ohne fucking Ende. Ja, mit der Zivilmacht. Okay, und dann machen wir nachher eine Entscheidung. Können wir in der Zwischenzeit ein bisschen kolonisieren? Wieso kann ich eigentlich hier nicht kolonisieren? Das nervt mich leicht. Das ist so eine Ecke hier drin. Du kannst kolonisiert werden? Yo, let's go. Aber hier, das nervt mich echt. Haben wir da nicht irgendwie... Können wir da nicht irgendwie... Doch, da können wir irgendwie easy 10 Leute zusammenbringen. Also, tu da mal ein bisschen umsiedeln. Was haben wir? Sklavis? Wie gesagt, sie können sich nicht wehren. Sie dürfen nicht sagen, dass ihnen das nicht gefällt, wenn ich die Sklavis nenne. Die Sklavis. Strewinter. Let's go.
Freie Männer. Ja. Können wir dich auch, dir geben wir auch noch ein paar Sklavis. Marco Dingsbumsi? Marco Manien. Ah, so heißt die ganze Provinz, look at you. Da haben wir noch anderes Zeug drin gehabt, gell? Ja. Du bist jetzt nicht entvölkert. Keine Spur. Perfekt. Und dann kolonisieren wir auch noch gleich das hier, damit das alles hier gleich einmal netter aussieht. Bäm! Da kommt Freude auf. Okay, jetzt habe ich meine ganze Zivilmacht schon wieder ausgegeben. Aber jetzt schaut es einfach viel netter aus. Findet sie nicht auch? Wird schon nett aus. Findet sie sicher auch. Kann man ja gar nicht anders finden. Nicht? Ist ja eindeutig so. Alpinisch Kania wird schon... Was ist... Zivile Fortschritte. Wonderful. Ich meine, es geht schon dahin momentan. Es ist eine wahre Freude. Die Frage ist halt jetzt wirklich, ob wir was anderes... Wobei, es macht eigentlich eh ganz Spaß als Stammesding sie gerade. Oh, look at us. Tauriskien on the rise! Ich noch mehr Geld. Dankeschön. Ich glaube, wir tun gleich mal wieder ein bisschen umwandeln hier. Den sollten wir vielleicht dann auch noch mehr Shit bauen. Ey, wir sind auf 51 Zivilisationswert. Bamsti! Okay, das ist, wir sollten uns mal ein bisschen die Gesetze anschauen. Was brauche ich schon wieder für die Entscheidung? Ich brauche... Die Frage ist, werden wir Autokratie oder werden wir Demokratie? Bürgerkrieg in Solikidenreich ist mir extrem egal, muss man sagen. Was brauche ich dafür? Erhöhte Ratsmacht brauche ich oder ich brauche absolute Befehlsgewalt. Was ist bei der Ziv? Zufriedenheit, Primär, Kultur, Zivilisation, Sendung plus freie Männer minus 30. Same shit. Was ist der Unterschied? Herrscher regieren auf Lebenszeit, militärische Ideen 1, zivile Ideen 1, religiöse Ideen 1. Herrscher regieren für 5 Jahre. Dann machen wir eine Autokratie, oder? Ich finde, das passt mehr zu meiner Persönlichkeit. Wer braucht schon eine Demokratie? Kein Schwein, let's be honest. Absolute Befehlsgewalt, die das. Gesetze. Absolute Befehlsgewalt, bitte. Yes, please. Tyrannei monatlich bis 0,05. Well, shit happens. Okay? Passiert halt mal. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Stabilität und schon sind wir Autokratie. So schnell kann es gehen. Frag Putin. Wir haben ziemlich wenig Loyalität in ein paar Provinzen, aber wir haben mittlerweile so viele Provinzen, dass ich immer das Gefühl habe, es werden nicht mehr als die Hälfte werden. Ich könnte daran falsch liegen, oder darin, oder ich könnte falsch liegen, sagen wir mal so. So, everything is fine. Everyone is good. Wunderbar. Ja, wieso sind da, das sind ja wohl 2, oder? Wir wollen nicht einen allein 28 fucking 1000. Du hau dich mal, ja, wir brauchen schon 2 Leute unten, du hast dich dahin, aber innen von euch, Wablon, könnt sich noch schnell hier hinten gesellen, weil da mal wieder Barbs auftauchen werden und du hörst dich auch nicht. Wieso jetzt schon wieder nicht? Wieso hast du wieder... Wenig Loyalität, ja, ist jetzt schon wieder irgendwer... Irgendwessen Shit ist jetzt mein Shit, glaube ich, gerade geworden. Ah. Wird es jetzt... Wow, doch. Ah nein. Ich gehört hier nur zusammen. Jetzt haben wir nur 2 meiner Herren, oder? Ja. Das heißt, der hatte scheinbar kein Klanggefolge. Armer Sack. Lutarus Garosus, schön eine starke Kamera zu Lu. Sure, wir haben. Kann ich einfach unbegrenzt Freunde haben? Wie viele Freunde habe ich momentan? 4 von 6! Okay, reißen wir uns ein paar Freunde auf. Das passt schon. Wie jung bist du? Du bist 52 Jahre alt. Du wirst schon noch ein bisschen erhalten bleiben, habe ich das Gefühl. Ich freue mich schon darauf, Autokratie zu werden. Hey, jetzt stört es mich gerade, dass wir nicht genug Religionsmacht haben. Der Tod an uns alle, jetzt aber irgendwer, oder? Wer ist es denn? Was? Abbrechen? Nein, ich will keine Söldner rekrutieren. Fucking high.
Da ist es wieder passiert. Alrighty, neue Einheit erstellen. Wo sind die Pferdis? Du hast mir aber sehr wenige Pferdis gebaut, muss ich sagen. Bin etwas enttäuscht. Hätte mehr Pferdis erwartet. Bitte für den nächsten mehr Pferdchen ins Clan-Gefolge. Ja, du kannst dich gleich mal darüber stellen. Mhm. Sure. Yep. Also da nach links tue ich eigentlich fast durch eine andere Region besiedeln. Ich muss mich da nach Osten mehr. Disziplin plus 5%, das muss ich eigentlich machen. Shit, das ist gut. Forschungspunkte plus 10%? Oh, das muss ich fast noch vorher machen. Technologie Forschungsgeschwindigkeit? Okay, wir machen zuerst mal Pädagogik. Ja, mit den Forschungspunkten. Wieso haben wir so wenig Forschungspunkte gerade? Also, weil ich mir Shit geholt habe mit so wenig Bürgern drin. Possible. Fortschritt in der Redekunst, wunderbar. Können wir auf Speed 5. Wir müssen dabei nicht mehr Shit holen, also Land meine ich damit, sondern wir müssen jetzt warten, bis wir Autokratie werden. Und ein bisschen im Nordosten kolonisieren. Das sind meine Ziele. Und ein bisschen Zeug freischalten. Weißt du was, wir kaufen uns gleich noch einmal mehr Zivilisationspunkte. Wir mir gerade irgendwann wieder Geld schenken, zufällig? Ich bin offen dafür. Also jetzt nicht nur im Spiel. Der Tod hält uns alle. Militärzugang. Wir haben Barbs. Ja, was jetzt gibt's hier plötzlich auch Barbs? What the fuck haben wir hier Barbs? Das ist in der Mitte, mitten in der Zivilisation. Was passiert hier? Können wir bitte keine Barbs hier haben? Jesus. Warum mehr Zivilisation da unten, damit die Barbs aufhören, Barbs zu sein? Magistrat ist draufgegangen. Schade. Nie schön, wenn man das hat. Schön. Nein, nicht depressiv werden. Es läuft gerade alles so gut. Schön. 200 noch. Okay, wir sind auf 80. Das heißt, wir nehmen die beiden Forschungsgeschwindigkeiten und nach den beiden Forschungsgeschwindigkeiten checke ich mir als nächstes. Wir importieren nicht länger Wein. Natürlich. Nur weil ich irgendwo eine Entscheidung kriegen will, musst du jetzt gleich mal wieder daherkommen mit deinem blöden... Ey. Keine Handelsroute mehr für dich, my dude. Aber was soll das? Was importierst du jetzt bitte nicht mehr? Getreide? Motherfucker. Haben wir alles andere, wir haben Nutzvieh. Wir haben kein Fisch. Wir überleben die. Wie zum Geier essen die Sushi? Die keinen Fisch haben. Gibt's ja nicht. Und die Lava. Wie kann das unsere Hauptstadt sein ohne Sushi? Wir haben eine verachtete Familie. Ich wollte das nicht. Das ist passiert. Okay, du wächst schön. Gefällt mir. Haben wir zu wenig Versorgungslimit? Doch irgendwo Gleits, oder? Ist auch fein. Annehmen. Alles wird verscherbelt. Wir machen nur 16,24 gerade. Weniger Geld, das ich angenommen hätte. Wobei, wir haben auch weniger Stabilität, als wir eigentlich haben sollten. Ja, what? 213 kostet das Ganze schon? Ich bin sehr unzufrieden, wenn ich ihm nicht... Geh mal anders heulen, mein Junge. Niemand interessiert sich für deine Probleme. Stabilität erhöht. I know. That was the point. Geht meine Stabilität dann runter? Weil dann müsste ich noch ein bisschen mehr Religionsmacht. Wieder 3 Stabilität. Wie unschön. Wo sind bitte meine... Da. Forschungsgeschwindigkeit plus 5%. Yes, please. Her damit. Alle forschen schneller. Unerfüllte Versprechen. What the fuck is your problem? Also ich weiß schon. In dem folgenden... What? Ey! Ja genau, und du bist schon wieder... Ey, nein, ich will dir nicht helfen. Komm einfach einmal so
Barbaren daher. Ich glaube, wir bleiben einfach oben mit dem Festungsunterhalt, weil mich nervt das eh schon alles. Kannst du vielleicht schnell genug sein, dass du... Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Lass sie doch schnell hier den Zivilisationswert zerstören. Wieso nicht? Wir haben sie nicht eilig. Ja, dort los. Ja, ich dachte... Waren wir auf gar nichts? Habe ich es auf gar nichts gestellt gerade? Nee, wir waren doch nicht auf gar nichts. Oh, mein fucking... Mother of God! Jesus Christ! Oder Fax, je nachdem. Wohin läufst du? Können wir jetzt bitte die blöden Barbaren killen? Wir haben 5000 mehr Pferdchen als überhaupt Menschen. Stabilität hat sich gerade erhöht? How did that happen? Oh Gott, es dauert alles, es geht alles viel zu schnell. Es tut mir leid. Verhungernde Bewohner. Annehmen. Also technisch gesehen könnten wir jetzt diese Entscheidung treffen, oder? Nein, wieso nicht? Weil ein Motherfucker weniger als 33 Loyalität hat. Natürlich, natürlich. Einer muss sich wieder wichtig machen. Und es ist auch noch mein Freund. Angeblich. Okay, wir haben 27 Minuten gespielt. Ich muss mich von dieser Frechheit sowieso erholen. Das heißt, ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch einen Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.